Guten Morgen, wir sind auferstanden. Gleich. Hier. Helmut hat Grill angeschmissen. Mit Grillfleisch und Kartoffeln. Und das heißt gleich essen, Kaffee trinken, Zähne waschen. Und dann Wanderung Tag 2, Sachen packen und dann Wanderung Tag 2 Start kommt. Fleisch. Dann schon fertig. So, Frühstück ist fertig. Perfektes Frühstück. Erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Geprost. Ich hab falsch drum gemacht. Kann ich immer wieder betonen. Kaffee in der Natur zu saufen ist geil. Dieses Wasser, was hier in diesem Kaffee drin war, womit das Kaffee gemacht wurde, das ist hier, wie heißt das Ding nochmal? Flusswasser. Währenddessen wir unter diesem Unterstand hier drunter gepennt haben, das haben wir voll spät gesehen, dass hier so ein Unterstand ist und hier so eine Überdachung und so weiter. Aber wir haben trotzdem hier drunter gepennt. Haben wir genau hier nebenan die Tarps umsonst aufgebaut. Hier vorne Tarp von Helmut. Er hat schon seine Heringe rausgemacht. Das war sonst hier so abgespannt gewesen. Genau, mit diesem Seil und dann hier auf dem Boden drauf. Und hier ist mein Tarp, meine Aufbauvariation mit diesem Stock hier vorne, was ich gestern Abend gemacht habe. Und das haben wir umsonst aufgebaut. Cool, oder? Jetzt kann ich das hier abbauen. Meine Tarp-Aufbau-Variante. Wir wollen gleich weiter. Ich habe Zähne gewaschen vorhin. Erstmal dieses leckere. Hier, Flusswasser trinken. Das ist richtig geil. Es hat was. Ist viel geiler als jegliches Leitungswasser oder so. Es hat die größte Frische dran. Oder gekauftes Wasser oder sowas. Den brauchen wir zum Trocknen, weil es geregnet hat. Ja, genau. Cool, oder? Und gleich, wenn die ganzen Sachen getrocknet sind, dann einpacken und dann Wanderung Tag 2 Start kommt. Also, wir haben alles erledigt. Die Sachen sind gepackt. Und jetzt Wanderung Tag 2 Start kommt. Und ach ja, das ganze Bier ist schon ausgetrunken. Die ganzen Oettinger. So, ich habe diesen Vollfettrucksack gerade an. Und dann guck mal, hier vorne geht das weit runter oder wie das heißt. Das ist ja genau, und da ganz unten, da ist hier
da läuft Flüssigkeit rum. Aber das geht hier auf jeden Fall gut steil runter. Ein Abhang mit Höhe dran. Ja, aber jetzt habt ihr gesehen, jetzt Wanderung wirklich gestartet kommt. Guck mal, hier da drüben, da fällt Wasser runter. Seht ihr das? Ich habe euch herunterfallendes Wasser gezeigt. Jetzt weiter zu benutzen. Holzbalken gefunden. Holzbalken. Noch mehr Holzbalken gefunden. Holzbalken. Ganz viele Holzbalken gefunden. Holzbalken. Guck mal, da ganz hinten, da ist schon wieder so ein Vollfettberg. Das hier vorne ist ein Weg mit Schwierigkeit. So ein Weg mit Schwierigkeit. Strengt auf jeden Fall an. Wasser! Ja, das viele Gepäck, das strengt an. Gleich gekommen, wir gleich zu so einer Hütte an oder sowas. Guck mal, da ganz hinten, da ist voll cool Berglandschaft. Mit Ausblick und sowas. Da drüben gleich ist so eine Hütte oder wie das heißt. Da hinten ist voll fett Ausblick. Das geht nach da ganz oben hin. Und wir laufen jetzt so einen voll schmalen Weg. Aber es sieht schon ganz hübsch aus, oder wie das heißt. Jetzt runter zu gelaufen. Ja, richtig Bergwasser. Und wie ist der Geschmack? Hast rein. Ein Rucksack mit Schwierigkeit. Schade, dass wir kein Bier mehr haben. Egal. Muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man hier nicht irgendwie runterstolpert oder so. Dass man hier runterfällt. Aber wenn man hier runterfällt, dann kommen vielleicht irgendwelche Gehirnzellen, die zerplatzen dann und keine Ahnung, da kann man nicht mehr denken. Mal. Ja, hier ist mal Kurzschluss. Voll Altbirkenbaum. Das hier, das ist voll die ultraklare Wasser. Ja, guck mal, wie klar das da vorne aussieht.
Ja. Richtig klares Wasser. Ja, weiter geht's am Fluss entlang. Der Fluss, der hat ganz viel Farbe blau. Guck mal, voll Fettgestein gefunden. Der Will geht bis da ganz hier oben hoch hin. Und da hinten, da ist auch hier so ein voll Fettfeld. Ja, da oben, voll Fettfels. Fels mit Hut dran, mit ganz viel Fett drin. Kurz Pause gemacht und jetzt gleich das Ding hier schon wieder aufsetzen auf den Rücken. Diese Vollfetztasche. Weiter geht's. Da hinten, da ist auch voll Hochstein. Ja, sieht schon ganz hübsch aus. Voll cool Ausblick. Neues Bergwasser gefunden. Richtig geiles Wasser. Urinfarbige Blume gefunden. So, nach 1,7 Kilometer bis zum nächsten Ziel. Zu so einer Hütte oder was das ist. Bock. Bockhütte. Boah. Ist auf jeden Fall schon hart damit rumzulaufen. Vor allem, wenn ich das Ding hier aufsetze, da bin ich die ganze Zeit total schwitzen und am Rumölen und sowas. Da läuft diese ganze, hier, diese ganzen Öltropfen, die fallen auf den Boden drauf. Und, aber sobald ich das abgesetzt habe, dann verwandelt sich der Schweiß ganz schnell in Kaltschweiß. Und dann friert man ganz schnell. Und da ist es voll widerlich dann. Wenn man den abgesetzt hat. Da bin ich mir jedes Mal überlegen, einen Pulli anzuziehen, weil es so richtig kalt wird, ganz plötzlich. Von jetzt auf gleich. Also sobald ich das wieder anhab, dann fange ich schon wieder an, so richtig rumzuschwitzen. Also so, dass da diese ganzen Öltropfen vom Gesicht und andere Körperteile auf den Boden fallen. Da muss man aufpassen, dass man nicht ausrutscht dann. Jetzt weiter zu gelaufen. das geht einfach runter. Aber guck mal, das da oben, das sieht voll cool aus. Dieser Blick da oben. Diese mit diesen voll Fettfelsen und Stein und so. Das sieht voll cool aus, weißt du? Das geht hier ganz weit runter oder so. Das ist auf jeden Fall schöne Aussicht. Ja, das sieht voll cool aus mit das da oben. Ja, diese Berge und sowas. Ja, sieht schon ganz hübsch aus. Ja, alles blaues Wasser da unten. Also hier, Wasser mit Blau dran, also das ist ganz saubere. Wisst ihr, noch mehr blaues Wasser gefunden. Ich habe euch blaues Wasser gezeigt.
So, gerade 1,1 Kilometer durchgezogen. Jetzt noch 600 Meter, dann sind wir dort angekommen. Und jetzt das letzte Mal kurz abstellen. Die Schulter, die schmerzen voll. Das drückt runter. Jetzt weiter zu gelaufen. Noch 5 Minuten zu Fuß, dann haben wir diese Bockhütte erreicht. Da gibt's vielleicht was zum Fressen und sowas und Bier. Wir haben hier die Bockhütte gefunden. Wir sind angekommen. Jetzt erstmal was zu essen und Bier kaufen. So, Rucksack abgesetzt. Und ich habe jetzt voll das Schüttelfrostgefühl. Und voll dieser Kaltschweiß dann sonst. Also von diesem Öl, was runtergefallen ist auf dem Boden, auf der Erde ist das runtergefallen. Das klebt bei mir auch so ein bisschen rum am Körper. Und weil ich Rucksack abgesetzt habe, diesen voll fett Rucksack, kam ganz viel Kälte durch. Dass ich so ein Schüttelfrostgefühl bekommen habe. Und deswegen habe ich jetzt mal Pullover angezogen. So, jetzt endlich ein Bier trinken. Oh, jetzt aber keinen Empfang mehr. Geprost. Geprost. So, hier, Suppe mit Würstchen drin ist fertig. Kann man das reinmachen? Wunderbar. Stärkung. Leute, es ist schon wieder etwas passiert. Guck mal, meine Hose ist gerissen. Jetzt hat man sagt noch viel Luft mehr, noch viel mehr Luft drin. Cool, oder? Enten- und Hähnchenfleisch gefunden. Hat jetzt gleich weiter zu gelaufen. Und schon wieder diesen Vollfettrucksack mit schwer dran die nächsten paar Kilometer machen. Das zerrt auf den Rücken. Das schwöre ich euch. So, jetzt Wanderung, Fortsetzung, Start. Wir gucken hier das ganze blaue Wasser hier vorne an. Das schwimmt um. Das sind richtige Flüssigkeiten. Da ganz hinten, da ist voll Kuhlberg. Das habe ich euch gar schon gezeigt gehabt. Aber nur damit ihr diesen Berg schon wieder angucken könnt. Laufen wir immer noch hier an diesem Fluss mit Farbe Blau lang. Genau, wo die ganzen Flüssigkeiten hier blau rumspritzen. Es läuft. Es läuft die ganze Zeit aus. Es läuft durch. Es macht das die ganze Zeit. Ja, da vorne ist Flusswasser. Das spritzt da raus. Ja, ich bin da nicht reingetreten. Meine Schuhe sind trocken. Das hier, das sieht auch voll chillig aus. Wolkenkratzer. Da hinten. Da oben sind die Streifen durch dieses Gestein.
durch diese Felsen. Viel zu alt. Man ist wieder unterwegs. Mit voll fettem Rucksack. Und ich habe mal einen Pullover ausgezogen, weil hier sind die Temperaturen plötzlich so ein bisschen wärmer. Wolkenkratzer. Ja genau, Wolkenkratzer. Das hier, das ist ein Weg mit Schwierigkeit. Langsam dunkle kommt. Das heißt, ich werde jetzt meine nervige Kopflampe anmachen. Bei uns den Weg beleuchten. Auf jeden Fall ein Weg mit Schwierigkeit. Die ganze Zeit nach Richtung nach oben. Guck mal da drüben, da staut sich Wasser rum. Da kann man baden gehen und sowas. Jetzt ist das gerade viel zu kalt, um da reinzugehen, von den Temperaturen her, von was wir abends haben. Schade. Das wäre ich jetzt da drin. Würde da ein bisschen rumschwimmen und rumbaden und sowas. Hier ist es zu kalt gerade. So, noch weniger als 1 Kilometer. Dann haben wir Ziel erreicht. Das strengt an. So, wir haben Ziel erreicht und jetzt gleich hier ein bisschen was zu essen holen. Wir waren gerade bei dieser Hütte und oh Scheiße, die haben uns doch abgewiesen gehabt. Die haben uns doch nicht zu essen gegeben, weil wir ein paar Minuten zu spät sind oder so. Und die, keine Ahnung, voll Scheiße. Das heißt, jetzt weiter zu gelaufen und nach einem Wildcamp-Zeltplatz suchen gehen. Ja, auf jeden Fall gut entkräftet heute. So, wir haben spontan einen Wildcamp-Zeltplatz gefunden. Und zwar hier auf diesem Boden hier vorne. Direkt an so einem Fluss dran, der da ganz hinten irgendwie rumfließt. Genau, hier penne ich. Hier. Es sollte heute Nacht voraussichtlich nicht regnen. Also laut Wettervorhersage. Hier vorne ist mein Schlafplatz. Und da drüben, da pennt Helmut. Genau. So pennen wir heute.